Du machst das ja schon länger mit diesem Synchron. Ist das für dich so eine andere Vorfreude, wenn du weißt, dass es das jetzt eine ganz neue Figur oder wie jetzt in dem Fall eine Figur zum zweiten Mal? Also eine Figur zum zweiten Mal zu machen, hat den großen Vorteil, dass alle, die mitarbeiten und die dich hören, für die bist du es schon. Ja, weil das hat den ersten Teil schon gegeben und bestimmte Hürden und Entscheidungen wurden schon getroffen. Beim ersten Mal ist es eher so, dass du, klar, die Herausforderung ist groß, aber du suchst noch. Ne? Du suchst noch nach dem passenden Tempo, Klang, Klangfarbe. Und die Amerikaner, wenn die so einen Film hierher geben, so einen Synchron, das sollte man nicht denken, denen ist das irre wichtig. Also man muss, also du kannst hier der größte Super Zampano in Deutschland sein. Du musst Casting machen, du musst hingehen, du musst es probieren. Und dann geht das dahin und dann hören die sich das an. Und obwohl die gar nicht Deutsch können, achten die darauf, wie kriegst du diesen Spiel, hast du diesen Spieltrieb, kriegst du die Bögen mit, kriegst du das, auch diese Brüche mit von schrill, albern hin zu rührend, sentimental und so, da sind die Farben alle da. Ne? Das ist denen extrem wichtig. Und erst dann kommt das Go, dass du das auch machen darfst. Und dann hast du das geschafft, diese Hürde. Und dann geht's halt los, geht's an den Film ran. Und dann musst du selber gucken, erstmal, wie läuft das. Und wenn du das schon einmal gemacht hast, dann ist dieser Schritt schon gegangen und du kannst eigentlich ein bisschen unbeschwerter. Jetzt hat ja Max, kriegt hier diese Halskrause oder ich weiß gar nicht, wie nennt man dieses Teil dann, ne, für Ja, Plastik? ich habe immer gesagt, so ein Trichter, Oder aber Trichter, die genau. Engländer nennen es Cone, heißt es Ja, genau. Cone. Ja. Und Weil er sich da kratzt. Welche Ticks hast du denn, gegen die du ja, eigentlich mal so ein bisschen energischer vorgehen musstest oder müsstest? sowas so. Irgendwie, als ich noch geraucht habe, war es immer dieses Rauchen. Das ist ja auch eine Zwangshandlung eigentlich, ne? So. Also manchmal habe ich das Gefühl, die Leute rauchen gar nicht, weil sie jetzt Lust haben auf eine Zigarette, sondern weil es zwanghaft irgendwie funktioniert. Und ich habe früher auch geraucht und das war vielleicht so. Da würde ich manchmal sagen, was machst du hier eigentlich? Dann habe ich aufgehört, jetzt habe ich das nicht mehr. Muss auch keine Pflaster oder irgendwas nehmen. Also merkst du Nee, noch, nee, dass nee, diese nee, Sucht nee, noch nee, da nee, ist, nee, oder nee, das ist nee, nicht nee. okay? Ach Quatsch, nee, nee, Ja. nee. Also ich habe schon vor 2 Jahren, knapp 2 Jahren aufgehört. Ja. Nee, mittendrin einfach gesagt, hier, weg, tschüss. Ja. So war es. Aber das wäre, würde ich sagen, wäre so eine komische Zwangshandlung. Aber eine, die keinem auffällt, weil so vieles machen. Springen wir mal zu dem animierten New York, was ich wirklich immer wunderschön finde. Ich war letztes Jahr das erste Mal dann auch da, war deshalb jetzt wieder so, ah, das sieht so geil aus. Hast du eine spezielle Verbindung mit dieser Stadt, mit New York? Ja, habe ich ja so was. Ich bin ja im Osten groß geworden, in der DDR. Und als die Mauer weg war, war das allererste, die erste Amtshandlung mit einem Freund, gemeinsam mit dem Fahrrad darüber zu fliegen und von Kanada, von Vancouver bis nach Los Angeles mit dem Fahrrad zu fahren. Das war unsere erste Aufgabe. Dann hatten wir eingeplant, dass wir noch 1 Woche dann rüberfliegen und 1 Woche in New York sind. Und so ist, mal abgesehen von der Fahrradfahrt, eigentlich New York so die erste amerikanische große Stadt. Und natürlich auch so ein Sehnsuchtsort. Es ist ja auch so, das rankt sich so eine Legende einfach um New York. Und so bin ich damals dahin gekommen und habe es total inhaliert und großartig gefunden. Vor 2 Jahren war ich wieder da, weil ich dort einen Film gedreht habe. Und mir ist aufgefallen, wie sich die Stadt verändert hat. Wie anders ich sie in Erinnerung hatte. Und nicht nur zum Guten, so meiner Meinung nach. Genau, da sprichst du es an. Ich fand, man hat es jetzt nicht unbedingt so gemerkt, bezogen auf diesen Präsidenten, der da gerade ist, aber findest du, das war so ein Punkt für dich, den man da auch den Leuten wirklich anmerkt, oder? Ja, vor allem hat sich bestimmte Leute sind verschwunden aus New York. Leute, die Städte verändern sich halt. Ich meine, wenn man jetzt in Berlin denkt, ist der Prenzlauer Berg von heute überhaupt nicht mehr der Prenzlauer Berg, den ich kenne, als ich da als Student gewohnt habe. Ist nicht mehr zu vergleichen. Als hätte man komplett einmal die Bewohner ausgetauscht. Und in New York fehlt auch eine bestimmte. Fehlen bestimmte Leute, sagen wir mal, besonders aus dieser kreativen Ecke. New York ist wahnsinnig teuer geworden, um da zu leben. Also kannst du fast nicht mehr bezahlen, diese Mieten. Alles, was an neuen Wohnungen entsteht, wird gekauft von Brokern, Wall Street Bankern, Investment Bankern, schieß mich tot. Also das sind die, die jetzt diese schönen Plätze dort
besetzen kleine Kneipen, Diners, Restaurants sind weg. Da sind jetzt Anlageberater drin mit ihren Büros und so. Und so verändert sich, also Manhattan zumindest, ne? Aber auch Brooklyn. Viele Leute sind aus Brooklyn weggezogen, weil das ist so teuer geworden, dass sie es nicht mehr bezahlen können. Und die gehen dann rüber auf die andere Seite, Jersey-Seite. Und das merkt man natürlich dann irgendwann in der Stadt an, so diese Veränderung. Fand ich super im ersten Teil mit diesem, wir brauchen nicht dieses Immobilien-Hipster-Gedöns, was da ja. passiert, weil genau das uns da auch erzählt wurde. Also da war ich so, ja. Also sind schon gute Sachen hier auch drin. Ich wollte noch dazu kommen, du hast vor der Kamera mit der Stimme immer zu tun. Jetzt hier natürlich auch wieder sehr, du bist Sänger in deiner Band. Bist du manchmal genervt von deiner Stimme? Nee, ich nicht. Also... Das Schweigen war schon mal ein guter Schritt. Nee, weil es, ja, ich überlege gerade, aber das ist ja keine schlechte Frage. Geht man sich selbst eigentlich auf den Geist? Ich gehe mir manchmal auf den Geist. Aber nicht in so einer Art, dass ich sage, mein Gott, warum kannst du nicht eine andere Nase haben oder warum kannst du nicht eine andere Stimme haben? Und letztlich mich selbst interessiert, ich habe dafür gar nicht so ein Gefühl. Ich höre oft von anderen Leuten, dass sie sagen, ich höre dir so gerne zu, Hörbücher oder so habe ich auch schon gemacht. Und dann denke ich, okay, also wenn die das sagen, dann wird es wohl in Ordnung sein. Ja. Aber was hier zum Beispiel ein Problem war, wir haben das synchronisiert und am nächsten Tag musste ich ein Konzert spielen. Und was man nicht denkt, ist, dass diese Synchronarbeit für so einen Hund wie Max ist mega anstrengend für die Stimme. Also ich bin abends also physisch durch, weil die sind so schrill und so laut und so direkt auf der Leinwand, die Figuren, dass du gar nicht anders kannst, als mit deiner Stimme mitzugehen. Du musst das mitmachen, sonst kackst du ab, auf Deutsch gesagt. Ne? Wenn die das Maul aufreißen und da kommt so eine 3-Meter-Zunge raus und verschwindet wieder, dann kannst du nicht einfach machen, ah, oder sowas, ne? Sondern dann musst du Vollgas geben. Das heißt, du musstest dich leider auf der Bühne zurücknehmen, und ich anstatt den Effekt zu haben, dass du auf der Bühne dann auch noch mal ein bisschen mehr gegeben hättest. Ja, ich war einfach heiser abends so, ja. Und dachte, scheiße, morgen ist Konzert und so. Mm. Ja. Ja. Und dann macht man die üblichen Tricks. Tee trinken, schweigen. Und versucht sich wieder fit zu kriegen. Ja. Aber das ist nicht zu unterschätzen. Also das, am Anfang dachte ich so, ach, das wird bestimmt Spaß machen. Hat es auch. Hat einen Riesenspaß gemacht, das zu machen. Aber es ist auch echt Arbeit. Also abends dachte ich so, pff, Alter, wow. Aha. Jetzt auch erstmal wieder schweigen, das war's. Ich danke dir, wünsche dir viel Erfolg mit dem Film. Okay.